Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hat die aktuelle Krisensituation mit dem Coronavirus auch bei mir massiven Einfluss auf mein Leben, auf meine Firma, auf mein Privatleben, auf meinen YouTube-Kanal. Und ich möchte euch in diesem Video mal ein kleines Update geben, wie wir hier bei uns zu Hause mit dieser Krise klarkommen, wie ich in Zukunft arbeite oder wie ich im Moment überhaupt arbeite. Und am Schluss gebe ich euch auch noch ein paar Tipps, wie ihr mit eurem Elektroauto durch diese Krise kommt. Denn wenn es länger steht und ihr es nicht bewegt, weil ihr alle wochenlang im Homeoffice arbeitet, dann stellt sich natürlich die Frage, wie pflege ich den Akku am besten? Was ist für den Akku am gesündesten? Deswegen bleibt dran. Ja, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es für mich als Geschäftsführer von einer Internetfirma nicht ganz einfach, jetzt in dieser aktuellen Lage den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, wobei ich oder wir mit unserer Firma ja noch in einer sehr glücklichen Lage sind. Denn wir können natürlich eigentlich von zu Hause aus arbeiten. Wir sind in der IT tätig. Das heißt, Homeoffice mit VPN oder mit Internetverbindung ist überhaupt gar kein Problem. Darauf haben wir uns eingestellt. Wir sind auch schon mit der ganzen Firma, wir sind immerhin 13 Leute, seit über 2 Wochen im Homeoffice und jetzt bricht quasi die 3. Woche an und haben uns damit arrangiert. Wir machen mehrmals täglich Videokonferenzen, sowohl untereinander als auch mit Kunden. Dazu benutzen wir Microsoft Teams. Ich bin zwar nicht der Freund von Microsoft-Produkten per se, weil ich auch Mac-User bin, aber das Teams von Microsoft, das scheint wirklich gut zu funktionieren und man kann es mehr oder weniger sogar kostenlos im Moment nutzen. Und das machen immer mehr Leute und damit sind Videokonferenzen. Wir haben teilweise 50 Leute in einer Videokonferenz gehabt schon. Das klappt alles wunderbar. Also insofern, wir können weiterarbeiten, das ist alles nicht das Problem. Die Frage ist halt, was macht es im Kopf mit einem, diese ganze Situation? Wir sind hier natürlich auch in einer privilegierten Situation, weil ich habe ein Eigenheim, ich habe einen kleinen Garten. Wir sind hier so am Stadtrand von Bremen angesiedelt und ein bisschen Natur drumherum. Hier kann man auch mit dem Hund gut rausgehen, das ist ja auch ausdrücklich erlaubt. Das nutzen wir natürlich auch, aber ansonsten ist natürlich doch relativ starke oder strikte Kontaktsperre, das heißt Kontakt zu Nachbarn. Passiert im Prinzip so gut wie gar nicht mehr, außer telefonisch oder von Balkon zu Balkon rübergerufen oder über die Gartenhecke vielleicht mal rübergerufen. Aber sonst finden so gut wie keine Kontakte mehr statt. Das belastet einen natürlich. Also mich persönlich belastet es ziemlich, denn ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch. Ich mag es irgendwie abends zusammenzusitzen, vielleicht auch mal ein Glas Whisky zu trinken. Ne, Thorsten von Soundless Driving, das steht immer noch aus bei uns beiden. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal. Sonst müssen wir das virtuell machen. Naja, jedenfalls, wir können arbeiten einigermaßen und es läuft ganz gut. Vom Unternehmen her würde ich sagen, wir hoffen, dass wir durch diese Krise relativ schadlos durchkommen. Von daher ist das alles hoffentlich soweit im grünen Bereich. Ja, mein YouTube-Kanal liegt momentan ein bisschen brach. Das habt ihr gemerkt. In den letzten Wochen gab es so gut wie keine Videos mehr von mir und das betrifft natürlich auch andere Kanäle, wo es kaum noch was gibt. Es ist einfach ganz klar, auch bei mir ist es so, ich muss mich ein bisschen um die Firma kümmern, ich muss sehen, dass die Firma weiterläuft, alles von zu Hause aus managen. Und ganz ehrlich, der Kopf ist irgendwie nicht frei, um jetzt mir irgendwelche Themen auszudenken. Probefahrten sind nicht möglich, Interviews sind nicht möglich, also was machst du? Und das 500. Streaming-Video, wo ich mit jemandem quasi einen Videostream mache, das wollte ich dann doch nicht geben. Von daher ist es bei mir im Moment ein bisschen dünn mit Videos. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Mal jetzt noch ein Thema, was ich euch ans Herz legen möchte. Nämlich ist bei mir ja auch so wie bei euch. Ich bin im Homeoffice, der Wagen wird so gut wie gar nicht mehr bewegt. Und da habe ich mir immer jetzt die Frage gestellt, wie ist denn das, wenn der Wagen jetzt nicht bewegt wird und welchen Ladestand sollte eigentlich der Akku eines Elektroautos im Optimalfall haben? Und ich bin irgendwie drauf gekommen, als ich irgendwie am Wochenende jetzt die Akkus von meinem Rasenmäher-Roboter, das ist hier so ein kleines Akku-Pack, das sind auch Lithium-Ionen-Akkus, ganze 5 an der Zahl. Und diese Akkus habe ich jetzt gewechselt durch ein neues Pack, was ich mir tatsächlich vor einem Jahr gekauft habe. Und das lag jetzt ein Jahr lang bei mir im Schuppen. Und ich dachte mir, na gut, baust du das doch mal ein, nicht, dass die Akkus jetzt komplett leer laufen und sich tief entladen. Ja, die Überraschung war sehr groß, als ich das Akku-Pack eingebaut habe. Also das hier ist das alte.
Und das neue Akku-Pack, was ein Jahr lang rumlag, hatte tatsächlich einen Ladestand von 100%. Also da war ich richtig baff. Das heißt, die Akkus wurden vollgeladen verkauft. Die lagen ein Jahr lang bei mir im Schuppen. Okay, die Temperaturbedingungen waren wahrscheinlich so immer um die 20 Grad. Und nach einem Jahr hatten die immer noch 100%, also Verlust null. Und das fand ich wirklich sehr, sehr erstaunlich. Was dann die Frage bei mir aufwarf, bei meinem Tesla ist das ja irgendwie anders. Wenn ich da die Batterie volllade, dann habe ich ja pro Tag so roundabout einen Verlust von 1%. Das heißt, eigentlich ist ein vollgeladener Tesla bei mir, die Tesla-Batterie, nach spätestens 100 Tagen auf null. Theoretisch zumindest. Ne? Also ihr kennt ja das, diesen sogenannten Vampirverlust, der ist bei den Teslas natürlich relativ hoch, weil der Tesla gerne natürlich das WLAN anhat oder die Verbindung zum Netz oder die überhaupt das Runterfahren der Systeme nicht so rigoros erfolgt wie bei anderen Autos vielleicht, weil man dann schneller den Wagen wieder in Betrieb nehmen kann. Das heißt, man kann einsteigen, legt den Schalter um und alles ist sofort wieder da. Es sind da Computersysteme an Bord, es wird irgendwie die Batterie gecheckt, es wird Verbindung mit Tesla aufgenommen, die App connectet sich mit dem Auto und es bleibt eigentlich permanent irgendwie wach oder mit dem Netz verbunden und von daher sind dort einige Verbraucher, die permanent ziehen und von da geht natürlich ein bisschen Saft verloren und deswegen kommt dieser Vampirverlust zustande. Es gibt Teslas, die Einstellungen total locker handhaben. Da sind es viele Prozent über Nacht teilweise. Ich hatte es bei mir, das Schlimmste, was ich hatte, war 5% über Nacht. Und das habe ich natürlich nicht haben wollen. Deswegen habe ich bei mir die Verbraucher mehr oder weniger abgeschaltet, sodass ich ungefähr bei 1% pro Tag lande. Das habe ich jetzt aber auch festgestellt. Ich habe auf 80% vollgeladen vor einer Woche. Und jetzt bin ich nur noch bei 70%. Und das hat mich dann zu der Frage veranlasst, was ist denn eigentlich der optimale Ladestand, wenn ich den Wagen jetzt ein paar Wochen stehen lasse? Und das Lehrbuch sagt eigentlich, Lithium-Ionen-Akkus, die fühlen sich am wohlsten, wenn man sie nicht benutzt, bei einem Ladestand zwischen 30% und 40%, maximal 50%. Also sind die 80%, die ich geladen habe, gar nicht das Optimum. Ist natürlich wahrscheinlich kein Problem für eine kurze Zeit, aber wenn ich schon meinen Akku pflegen will, weil ich ihn nicht fahre, dann ja bitte richtig. Also werde ich jetzt mal sehen, dass ich ein paar Runden um den Block drehe, damit der Akku auf 50% kommt und dann werde ich versuchen, den Akku auf 50% oder 40% zu halten. Das heißt, ich habe pro Tag einen Verlust von 1%. Dann werde ich das also so einstellen, ihr kennt das beim Tesla, da habt ihr diesen Schieberegler bei der Ladestandsanzeige, dort könnt ihr die maximale Ladung einstellen, wie hoch er laden soll. Das werde ich jetzt auf 50% stellen. Und dann werde ich den Wagen verbunden lassen mit meiner Wallbox, die ich in der Garage habe. Und dann bleibt der Wagen in der Regel auf 50%. Das sollte eigentlich ausreichen, denn wenn ich mal wirklich ad hoc irgendwo hin müsste, eine weitere Strecke, was momentan nicht so wahrscheinlich ist, aber falls es vorkommen sollte, ich mal zu einem Kunden muss, der weiter weg ist, habe ich in 150 Kilometer Entfernung, was 50% ungefähr an Reichweite entspricht bei meinem Auto, überhaupt kein Problem, mal eben schnell an einen Supercharger zu fahren, dort vollzuladen und dann komme ich überall hin. Das ist das Erste, was ich natürlich gemacht habe jetzt bei meinem Auto oder machen werde. Und das Zweite, was ich euch noch ans Herz legen kann, ist, wenn der Wagen jetzt länger steht, achtet mal ein bisschen auf den Reifendruck. Das heißt, der Wagen wird nicht bewegt, die Reifen bleiben immer an einem Ort. Und es kann dann passieren, wenn es mehrere Wochen dieser Zustand anhält, dass es da, wo der Reifen den Boden berührt, so eine kleine Delle im Reifen gibt. Deswegen, wenn ihr das könnt, könnt ihr gerne den Reifendruck ein bisschen erhöhen, vielleicht 10-15% mehr geben, dann wird das ein bisschen entschärft. Dritter Tipp, den ich noch für euch hätte. Ich kenne das und ihr kennt das vielleicht auch von euch. Manchmal bleiben Verpackungen im Wagen liegen, irgendwelche Dosen, geöffnete leere oder Flaschen oder auch eine Burgerverpackung. Den Burger habt ihr hoffentlich längst aufgegessen. Aber die Verpackung liegt noch drin und wenn es dann mehrere Wochen alles im Auto rumliegt, fängt es ein bisschen an zu müffeln. Also ich würde euch empfehlen, nehmt alles aus dem Auto raus, was da nicht reingehört, vor allem Essensreste. Das tut dem Geruchserlebnis beim nächsten Mal einsteigen echt gut. Ich hatte da schon mal einen Fall, da habe ich aus Versehen eine leere Kakaodose da liegen lassen oder eine Kakaoverpackung und dann fing die Milch an zu gären. Also der Geruch war nicht besonders schön, vor allem kriegt man den sehr schlecht weg. Kleiner Tipp am Rande, Haushaltstipp, Kaffeepulver. Das bindet Gerüche und sorgt dafür, dass nach ein paar Tagen
solche Gerüche ein wenig neutralisiert werden. Ja, mit diesen paar Tipps sollte auch euer Tesla oder euer Elektroauto gut durch die Zeit des Homeoffice kommen. Wenn ihr keinen Tesla habt, ist das für euch sicherlich nicht so tragisch, weil der Verlust in der Regel bei anderen Autos nicht so hoch ist. Unsere Zoe zum Beispiel, die kann ich wochenlang stehen lassen und die verliert nicht 1%. Das heißt, da würde ich euch empfehlen, ladet das Auto bis auf 50% voll und lasst es so stehen. Und guckt einmal die Woche vielleicht nach, ob sich was verändert hat und dann ladet ihr eventuell ein bisschen nach. Ja, das waren meine kurzen Tipps für euch, fürs Homeoffice, für euer Elektroauto und ich hoffe, die Krise dauert nicht mehr allzu lang. Ich bin da jedoch nicht ganz so optimistisch. Also das angekündigte Datum irgendwie 19. April, 20. April nach Ostern, dass dann das normale Leben wieder losgeht, das wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen länger im Homeoffice sitzen. Und vor allem ist ja auch die Frage, wird es jemals in den nächsten Monaten überhaupt wieder normal, wie wir es früher kannten? Das bleibt abzuwarten. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Bleibt meinem Kanal treu, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe, ich werde in Zukunft noch ein paar Videos machen in den nächsten Wochen, aber momentan habe ich den Kopf leider nicht richtig frei dafür. Ich denke, ihr habt dafür Verständnis. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.